Welcome back, Freunde, zu einem neuen Video auf dem Kanal. Schaut euch das mal an. Bodybuilding-Urlaub steht an. Wir sind in Gran Canaria. Ich bin meine Freundin hier am Start. Ja, es stand oder es steht Diet Break an, es steht Deload an. Ich glaube, ihr seht es. Ihr seht es wahrscheinlich noch nicht an, weil ich bin hier gerade aufgestanden. Aber ihr hört es euch an. Energielevel ist gut. Ich bin wieder gesund und das ist das Allerwichtigste. Und ich möchte euch heute mitnehmen in ein Push-Training, in ein High-Day hier auf Gran Canaria, wie das Ganze aussieht, wie ich das Ganze gestalte. Und lasst uns doch direkt mal starten mit einem kleinen Formcheck, denn ich sag's euch, die Form, die hat geisteskrank angezogen. So, wir machen hier mal ein paar Posen durch und ich gebe euch ein kleines Update, wo wir stehen. Also ich bin jetzt einfach nochmals ein ganzes Kilo gedroppt. Also wir sind momentan bei 89,4 Kilo, obwohl wir jetzt die ganzen Tage mehr gegessen haben. Also keine Ahnung, was hier abgegangen ist, aber auf jeden Fall ist hier einiges an Wasser rausgegangen. Und ja, die Form ist deutlich besser geworden. Also ich habe jetzt hier seit 3 Tagen das Buffet genossen, habe mehr gegessen, Form wurde besser, Look ist besser, ist jetzt auch flach direkt nach dem Aufstehen und ich würde sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gameplan jetzt ist, wir machen uns jetzt ready, meine Freundin und ich, wir gehen ans Buffet, wir essen Frühstück und dann geht es für mich ab in die Push-Session. Gestern habe ich schon Pool trainiert, meine Freundin hat dann auch mitgemacht, heute wird sie wahrscheinlich ja dann ein bisschen den Pool genießen in der Zwischenzeit. Ich sage euch das Gym, let's go. Ab geht's zum Buffet. Ja, die Waage ist natürlich hier immer mit dabei. Das muss natürlich sein. Ist ein bisschen am Anfang unangenehm vielleicht für einige, mit der Waage ans Buffet zu gehen. Aber damit wir hier alles messen können, müssen wir die am Start haben. Wir sind hier in einer Hotelanlage. Wir haben Halbpension, heißt wir haben immer morgens ein Buffet-Frühstück und dann abends ein Buffet. Und das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr auf Diät seid. Ein Buffet ist immer einfacher, weil ihr das selbst wählen könnt. Im Restaurant zu bestellen, dann zu tracken, deutlich schwieriger. Hier habt ihr immer, ja, selbst die Entscheidung in der Hand, was ihr in euer Maul stopft, was auf euer Teller kommt. Dementsprechend ist es deutlich einfacher. Jetzt ist hier natürlich heute das erste Mal eine fette Schlange. Erstmal hier ein Kaffeeballen. Wichtig und richtig. Tomatoes. Ham und Tomatoes. So Freunde, es ist richtig laut hier, aber ich hole mir jetzt gerade ein Omelette. Ich bin bei solchen Dingen, die klatschen immer viel Öl rein. Es können gut und gerne mal 10 Gramm Fett sein, die hier reingehen. Dementsprechend wichtig, immer fragen, könnt ihr das ohne Öl anbraten? Die sind immer ein wenig mehr, aber es funktioniert am Ende des Tages. Und das wäre hier die erste stabile Ausbeute, würde ich sagen. Ja, wir schauen jetzt gleich auch, wie es aus, wie es bei Letizia, meiner Freundin, aussieht. So, und jetzt wird natürlich da einfach einige der Dinge abgewogen und das Ganze schön eingetrackt. Ich sage euch dann am Schluss, was ich für Makros genau gegessen habe. Jetzt wird aber erstmal hier genossen. So, Freunde, auf euch. Jetzt wird sich hier gegönnt. Und sehr, sehr lecker. Runde 2 wurde sich geholt. Wir haben zuerst die Eier gehabt. Jetzt hier ja, holen wir uns nochmals ein bisschen Proteine durch hier Trutenbrust und hier ja, noch Toast. Das sind jetzt 100 Gramm Toast. Ich schätze das auch immer kurz, bevor ich es abwiege, einfach um auch da den Skill zu verbessern. Und ein kleiner Tipp, den ich hier nochmals habe, wenn ihr an so einem Buffet seid und tracken müsst, auf eure Kalorien achten müsst, nehmt auch jeden Tag ein bisschen das Gleiche, das macht es deutlich einfacher. Zum Beispiel, ich kann jetzt einfach meine Food Source von gestern auf heute kopieren und dann ist das relativ simpel. Runde 3 sieht ein wenig anders aus. Hier jetzt auch ein paar Pancakes mit ein bisschen Schokosoße. Daniel hat mir hier verordnet, hey, gönnt ihr ruhig mal ein bisschen was. Ja, dementsprechend heute jetzt das erste Mal die Pancakes am Start. Yes, mit Papaya, sehr geil. So, ihr wisst, ich bin jemand, der sonst extrem in der Routine ist, auch wenn der Prep fast immer das Gleiche ist. Und somit, so Pancakes schmecken doppelt so gut. Das ist was Geiles in der Prep.
oder allgemein, wenn man diätet, man beginnt einfach Essen nochmals deutlich, deutlich mehr zu schätzen. Jetzt hier ein paar Pancakes, die ins System gehen. Das Leben ist gut, Freunde. Und die letzte Portion, damit die Carbs hier 100% sicher sind. Wieder back auf dem Weg ab ins Zimmer. Wir haben hier wirklich ein Hotel Resort, das ist riesig. Dementsprechend machen wir hier auch echt fucking viele Schritte. Also die Vorgabe momentan wäre 10.000 bis 12.000. Wir machen eher so 14.000 bis 15.000 momentan. Ja, was war jetzt aber hier im Frühstück drin? Ich habe jetzt einfach mir in der Prep mal 1500 Kalorien im Frühstück reingeknallt. Es waren 190 Gramm Kohlenhydrate. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise esse ich pro Tag momentan 225 Gramm. Also fast mir die ganze Kohlenhydratmenge reingeknallt. Dann 90 Gramm Proteine, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ich werde es nochmal kurz double checken. Und 45 Gramm Fett, auch das natürlich ja schon eher viel Fett, aber das kriegst du einfach nicht ja, extrem low, wenn du halt solche Food Choices machst, ist aber auch nicht so problematisch. Jetzt hier kleiner Einkauf, zeige ich euch gleich, was hier reingeht. Ja, anschließend geht's ab ins Gym. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber im Ausland oft wasche ich gerne mal meine Dose ab, wenn es möglich ist, bevor die hier reingeht. Jetzt Monster aus Pre-Workout für ein bisschen Koffein. Es wird sich jetzt ready gemacht fürs Gym und ja, so in Shape zu sein, hat natürlich seine Kosten. Man isst ja mit der Waage am Buffet, man muss ein bisschen schauen, aber es macht natürlich auch wirklich Bock, einfach in ja noch nicht ganz der besten Shape des Lebens zu sein, aber einfach wirklich gut in Form zu sein, weil gerade so als Nerdy, man ist auch sehr oft einfach in der Off-Season, man sieht einfach auch oft nicht ganz so gut aus und dann ja, ist es schon auch rewarding, mal wirklich gut auszusehen, mal wirklich auch am Strand zu sein mit einer guten Form, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt auch, wenn ich trainiere, das nie im Kopf habe, aber das ist ein cooles, geiles, kleines Extra, yes, und jetzt geht's auf jeden Fall mal ein Pump abholen. Ihr seht hier der Trizeps, ja, da kommen schon langsam gute Streifen rein. Daniel pusht mich da schon gut. Ich bin echt gespannt, wie die Form am Ende aussehen wird. Jetzt aber erstmal Chest Pump abholen. Jetzt on the way zum Gym. Gestern kam Letizia auch mit. Heute gehe ich alleine. Sie geht jetzt da hinten ein wenig shoppen. Ja, und ich gehe jetzt ab ins Gym. Kann auch echt sagen, ja, hier in Gran Canaria, ich kann euch diese Lopezan Hotels echt empfehlen. Jetzt hier sind wirklich 2 Minuten zum Gym. Wir haben sogar einen direkten Zugang vom Hotel ins Gym. Wir haben jetzt auch einen kleinen Umweg noch genommen. Also wirklich extrem geil. Das Gym ist sehr, sehr solide, hat keine Gaps. Also wenn ihr mal einen kleinen Strandurlaub machen wollt und abhängig seid von einem Gym, vielleicht auch ein gutes Buffet braucht, Lopezan Hotels. Ich bin auch, ja, das ist keine bezahlte Werbung oder irgendwas, sondern einfach ja, hier ein Rat an euch, wenn ihr irgendwas so einen Urlaub machen wollt für eine Prep. Natürlich optimal, damit das auch gut weiterläuft. Das ist natürlich für mich ja, sehr wichtig und eine hohe Priorität. Ja, jetzt sind wir dann gleich da. Ich zeige euch, wenn wir dort sind. So, let's go. Es geht gleich ins Gym rein. Ich werde jetzt auch die Kamera dann switchen, damit ihr noch ein bisschen bessere Qualität habt im Gym. Ich darf aber eigentlich nicht filmen. Heißt, ich muss schauen, ob ich einen Voiceover mache oder einfach ein bisschen sneaky filme. Heißt, ihr werdet jetzt hier ein paar Ausschnitte aus dem Push-Training sehen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der Pump-Booster hier. Craft, jetzt einfach 30 Gramm vor dem Push-Training, überall auf der Welt dabei, weil das Ding, das funktioniert einfach. Ja, Pump Boost ist schon ein sehr geiles Tool, gerade auch in der Prep oder in der Diät. Ich sag's euch auch so, wie es ist, so in einem frischen Gym, fremden Gym, wieder so zu beginnen zu filmen, auch ganz alleine. Letztes Jahr waren wir ja zum Beispiel hier mit Daniel. Schon auch immer noch so ein kleiner Schritt aus der Komfortzone. Aber ja, so ist es. Wer nicht den Schritt aus der Komfortzone wagt, der wird nicht wachsen, auf allen Ebenen. Dementsprechend. Ja, lass uns hier mal ein bisschen filmen und ein bisschen Content für euch abdrehen. So, und here we are mit der besseren Qualität, mit meiner neuen Cam übrigens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe solche neue technischen Dinge. Ich wollte mir schon lange eine holen. Jetzt habe ich hier einen Bildschirm und kann auch abchecken, ob ich wirklich im Bild bin. Yes, wir beginnen jetzt hier mit der Einheit. Es ist immer noch eine Intro-Einheit, heißt, es wird heute nicht volle Intensität sehen. 1 bis 2 Reps in Reserve. Wir starten jetzt hier mit Seitheben. Dann gibt es ein paar Brustpressen, ja, also ein ganz, ganz klassisches Push-Training. Ich werde euch da ein bisschen zeigen, was abgeht. Hier Hammer Strength Maschine, echt sehr, sehr solide. Also finde ich echt geil, wenn ihr die habt, könnt ihr sehr, sehr gut mal einbauen in einem Push-Tag. Oder wenn ihr zum Beispiel Beine trainiert und noch Schultern macht, eine sehr, sehr geile Übung. Wir sind jetzt hier an der nächsten Hammer Strength Maschine. Hier 4 Platten und 5er bewegt, eine 25er Scheibe ist auch noch drauf. Hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ja, jetzt nach dem Deload, wir haben es so geplant, dass ich jetzt
3 Tage Pause gemacht habe. Ihr habt das letzte Video gesehen, als ich die letzten Einheiten nach der Krankheit noch reingebracht habe. Jetzt 3 Tage Pause, 3 Tage mehr Kalorien. Wir werden jetzt die ganze Woche auf höheren Kalorien sein. Ich kann es euch dann auch anschließend nochmal erklären, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall haben wir jetzt 3 Tage Trainingspause gemacht. Jetzt starten wir mit sogenannten Intro-Einheiten wieder rein. Bisschen weniger Intensität, bisschen weniger Volumen. Einfach gut Reiz wieder in die Muskulatur zu bringen. Hier den Carbs auch ein bisschen den Weg zu weisen. Ich denke, das Gewicht wird sicherlich jetzt noch ein bisschen steigen, weil wir ein bisschen voller werden. Was aber wichtig und richtig ist, weiter geht's. Übrigens, lasst gerne ein Like da, ein Abo da und ja, damit wir hier auch den Channel gut zum Wachsen bringen. So, hier direkt mal die 52er bewegt beim Kurzhantel Schrägbank drücken. Ihr wisst ja, die Hanteln bei uns im Gym sind ein bisschen schwerer als das wirklich hier angegebene Gewicht. Somit ist es hier ein bisschen leichter, aber mit 89,4 Kilo presst es sich schon nicht mehr ganz so easy, sage ich euch ehrlich. Also ich spüre schon den Stabilitätseinbuß, aber dafür ist die Kraft ja eigentlich immer noch ziemlich stabil. Also bin da eigentlich noch ziemlich happy, sehe das auch ziemlich emotionslos. Lass mich davon nicht stressen, das läuft schon. So, und die Session wäre geschafft, Freunde. Konnte jetzt wirklich nicht mehr so viel mitfilmen, weil ich mitten im Getümmel war, das Gym ziemlich voll. Ich habe echt keinen Bock, hier rausgeworfen zu werden. Weil wir haben, wie gesagt, schon mal gefragt, ob man filmen darf. Man darf eigentlich nicht filmen. Ich hoffe trotzdem, wir konnten ein bisschen Eindrücke mitnehmen. Jetzt geht es zurück ins Hotelzimmer. Dann gibt es wirklich ein kleines Post-Workout. Meal, die Tagesstruktur ist momentan simpel. Frühstücksbuffet, dann Protein-Feeding, Abendbuffet, Protein-Feeding. Und dann sind wir ja durch den Tag safe. Ja, was ich mir jetzt hier noch während dem Training gönnen wollte, ist ein Powerade Zero. Also das hat hier keine Carbs. Was geht jetzt hier rein? Noch um ein bisschen Hydration sicherzustellen. Wir sind zurück auf dem Balkon und hier wird jetzt die Shopping-Ausbeute gezeigt, als wären hier nicht schon genug Kleider am Start. Ich sag's euch. Ich habe jetzt wirklich so 2-3 abgeklärte Outfits, mit denen bin ich auch wirklich zufrieden. Die habe ich natürlich dabei. Aber hier wurde ein ganzer Kleiderschrank mitgenommen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und natürlich wurde jetzt heute nochmals ein bisschen was gefunden, so muss das aber sein. Ja, anschließend geht es jetzt für uns dann ab an den Pool. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Pool, oder wir sind schon am Pool, haben uns hier jetzt die Plätze gegönnt. Yes, auf jeden Fall hier wirklich sehr, sehr nice, wie ich schon gesagt habe. Diese Hotels kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich nicht jedem sein Ding. Ich finde halt einfach so wirklich für einen Entspannungsurlaub ist das schon sehr, sehr nice. Und ja, natürlich die Shape, die sitzt. Somit ist ein guter Pooltag auf jeden Fall garantiert. Ich sage euch, ich bin der schlechteste Schwimmer, den es gibt. Grund dafür, ich bekomme jedes Mal so einen Pump. Ich habe das Gefühl, meine Muskeln sind einfach darauf ausgelegt, 10 Reps zu machen. Sonst geht da gar nichts mehr. Jetzt jumpen wir hier mal rein. Wir waren schon kurz im Wasser drin. Zero. Wir schwimmen jetzt hier eine Runde um den Block herum. Das ist schon eine große Challenge. Einfach am Sterben. Viel weiter würde es nicht mehr gehen. Falls jemand von euch Ahnung hat von Schwimmen, ich rationalisiere mir das immer so, als wären meine Muskeln nicht fähig, mehr Reps zu machen. Aber ich glaube, meine Technik ist einfach richtig scheiße. Also wenn jemand Ahnung hat, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich falsch mache. Ein Hybrid-Athlet wird das mir auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht schwimmen, weil meine Muskeln, die sind einfach viel zu strong. Eigentlich bin ich auch fett. Jetzt ist es auch Zeit für die Post-Workout-Mahlzeit, weil die erste Mahlzeit zu groß war. Habe ich jetzt da auch so eine Stunde gewartet. Und ja, ich denke nochmals hier eine wichtige Message, was Protein-Feedings angeht. Ja, es hat die Evidenz zeigt einfach ganz klar, gerade wenn man größere Mengen Protein konsumiert, dass die Proteinsynthese auch länger aktiviert werden kann. Jetzt gibt es hier einfach eine Evonade, das Clearway von Evo im Geschmack Mango-Ice-Tea, wirklich der Goat momentan meiner Meinung nach. Ich habe ja zuerst gesagt, Blackberry ist besser als Mango, bin aber momentan absolut auf dem Mango-Film und ja, für diesen Vibe hier schon wirklich absolut perfekt. Schmeckt halt nicht so milchig. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich ein großer Fan von normalen Protein-Shakes, aber ja, wirklich sehr, sehr nice. Dazu gibt es jetzt hier noch 3 Reiswaffeln, einfach um auch ein bisschen Carbs einzubringen. Gedanke dahinter ist einfach, dass ja, hier nicht das Protein dann einfach
zur Energiebereitstellung verstoffwechselt wird, dass ein bisschen Carbs auch noch reingehen. Also hier jetzt 24 Gramm Rice Cakes und noch hinten nach. Genau. Die gehen jetzt hier rein und das wird auch alles sein, was ich esse bis zum Abendbuffet. Pool ist Geschichte in Schale geworfen und es geht ab zum Abendbuffet. Das ist hier die tägliche Routine. Am Morgen jetzt Gym, dann an den Pool und jetzt ab ans Buffet. So Freunde, wenn es einmal schon die Möglichkeit gibt, eben im Video, dass ich nicht Gymkleider anhabe. Schaut mal, es geht auch anders. Ich habe gesagt, ein, zwei Outfits sind dabei. Hier jetzt ganz locker unterwegs. Und das ist der größte Vorteil, wenn man mal auf Diät ist. Schaut euch mal an, meine Hosen sehen akzeptabel aus. Es sieht wirklich so nach einem normalen Mensch aus in der Offseason bei mir. Ich habe so fette Glutes, es sieht einfach alles immer scheiße aus. Dementsprechend, ja, hier, let's rock, ab ans Buffet. Wie geht dieser alte Spruch, den meine Eltern immer gesagt haben? Wer keinen Kopf hat, der hat Beine. Was habe ich natürlich vergessen? Die scheiß Waage. Somit muss ich jetzt nochmals quer über die gesamte Hotelanlage hier laufen und die Waage nochmals holen. Das sind ein paar gute Extraschritte, aber ja, müsste jetzt gerade nicht sein. Und finally, das Essen ist da. Wir haben jetzt hier wieder Reis als Proteinquelle. Wir haben hier Gemüse und dann hier Fleisch. Das sind jetzt hier, oder das ist jetzt hier Rindsfilet. Hat natürlich ein bisschen Öl drin dran. Das versuche ich einfach sehr konservativ dann auch abzuschätzen. Hier jetzt Portion 1, das waren 366 Gramm Reis, auch da ist natürlich ein bisschen Öl dran. Ich werde euch am Ende dann wieder die Makros durchgeben. Zum krönenden Abschluss hier noch ganz wenig Kuchen, ihr seht das Vergleich, meine Hand. Also hier wirklich kleine Treats noch ohne Kiwi und das war es dann auch schon mit dem Abendbuffet. Hier gibt es jetzt gerade eine Runde Basketball und Freunde, zum Glück bin ich bei Bodybuilding geblieben. Wir haben hier jetzt gerade gemacht, wer von 10 Schüssen mehr schafft. Und Freunde, sie hat einfach 6 gemacht. Mach nochmal einen Schuss, letzte für dich. Fast. Sie hat 6 gemacht von 10. Und Freunde, ich habe 0 von 9. Oh, und jetzt kommt hier noch der letzte Schuss. So, zweite Sportart, die wir heute testen. Ich kann jetzt die Blamage noch abwenden. Verloren habe ich sowieso, wie gesagt. Ich habe von 10 Schüssen 6 gemacht. Ich habe 0. Das ist jetzt mein letzter. Wenn ich den nicht mache, bin ich schon sehr verletzt in meiner Männlichkeit. Ja, Freunde. Das war's. Ich gebe jetzt auch noch die Makros durch von heute und dann würde ich sagen, war's es mit dem Video. Ich kann nicht mehr. Währenddem macht sich hier Korb um Korb. Das ist unglaublich. So Freunde, beim Buffet habe ich mir jetzt 1460 Kalorien reingehauen. Mit den Reiswaffeln und der Limonade sind wir somit bei 3200 Kalorien angekommen. Ich habe mir 190 Gramm Carbs gegönnt. Sie knallt hier nochmals Korb und Korb rein. Ich kann nicht mehr. 190 Gramm Carbs gegönnt, 40 Gramm Fett und ja, 80 Gramm Protein. Somit sind wir für heute durch. Ja, ihr seht, ich wurde hier wirklich ein bisschen erniedrigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das war ein ausgiebiger Vlog hier aus dem Urlaub. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Gebt einen Kommentar, wenn ich noch einen zweiten Vlog aufnehmen soll, hier auf Gran Canaria. Und somit bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace out.